Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Detroit Become Human. Wir machen heute weiter mit unserem Freund Marcus. Wir sind auf der Jericho. Sollten Lucy, also die Jericho ein bisschen untersuchen, eine junge Dame namens Lucy finden. Wir haben sie gefunden, aber wer ist diese junge Dame? Was will die? Das erfahren wir zum Beispiel auch, oder könnten wir, solche dieser Folge erfahren. Los geht's. Wir sollen uns hinsetzen. Na gut, machen wir das doch. Zeig mal. Was? Halt hochheben. Ich stoppe die Blutung. Ja. Schön veröden die Wunde. Was ist das? Blaues Blut? Sehr mysteriös, die junge Dame. Sehr mysteriös. Du hattest alles und hast alles verloren. Du hast die Hölle gesehen und sie tobt jetzt in dir. Dein Herz ist geteilt. Ein Teil ist Schatten und ein Teil ist Licht. Was wird siegen? Gute Frage. Deine Entscheidungen formen unser Schicksal. Wie eigentlich im ganzen Verlauf der Story. Unterbreite Simon einen Plan. Simon. Ich weiß, wo Ersatzteile sind. Die Cyberlife-Lagerhäuser unten am Hafen. Da ist alles, was wir brauchen. Die Docks sind bewacht. Wir können nicht einfach rein und uns etwas nehmen. Die Menschen verhindern das. Darum fragen wir auch nicht um Erlaubnis. Wir haben keine Waffen. Und selbst wenn, keiner von uns weiß, wie man kämpft. Wir werden gar nicht kämpfen, sondern stehen. Sie werden uns alle töten. Vielleicht. Aber immer noch besser, als sich abzuschalten. Na gut, es ist quasi dasselbe. Oh, Nord ist dabei. Wir könnten es versuchen. Simon ist dabei. Und der ist auch dabei. Gut. Dann geht's weiter. November 2038. Alice, distanziert. Bei dir alles okay? Hier wird man uns helfen. Bald ist das alles eine böse Erinnerung. Sehr einladend wirkt das Ganze nicht. Hier muss es sein. Aber kann nur gut sein. Das, glaub ich, das ist der Ort, der Dings erwähnt hat. Der Ladenbesitzer erwähnt hat, ne?
Klingelingeling, Pizza ist da. Komm, wir machen nochmal. Sind Sie Slatko? Du bist der Jürgen. Es heißt, Sie könnten uns helfen. Ich weiß nicht, wer sowas sagt. Ihr seid am falschen Ort. Tut mir leid. Nicht. Wir brauchen wirklich Hilfe. Das heißt nichts, ne? Kommt rein, nicht so schüchtern. Luther, wärst du so lieb und nimmst den Damen bitte mal ihre Mäntel ab? Oh, nur keine Angst vor unserem großen Freund hier. Luther ist ebenfalls ein Android, dem ich half. Er leistet mir Gesellschaft in diesem großen leeren Haus. Bitte, macht es euch gemütlich. Wie habt ihr von mir gehört? Ein Android. Unterwegs. Er sagte, sie helfen. Verstehe. Abweichler, hm? Was ist mit ihr? Sie ist ein Mensch. Und ihr sucht einen sicheren Ort. Definitiv. Um ein neues Leben anzufangen. Ich höre, Kanada soll zu dieser Jahreszeit sehr schön sein. Herrliche Landschaft, sehr viel Platz. Frische Luft und keine Androidengesetze. Toll für einen Neuanfang. Ja, das ist genau das, was wir vorhaben. Natürlich. Ich helfe euch. Doch zuerst musst du den Sender loswerden. Sender? Ja, alle Androiden sind mit einem Peilsender ausgestattet, mit dem man sie orten kann. Ich werde ihn entfernen und dann seid ihr beide sicher. Kommt schon. Folgt mir. Ach, die Kleine kann im Wohnzimmer auf uns warten. Nein, sie bleibt immer bei mir. Ich habe das blöde Gefühl, dass wir Todd nicht das letzte Mal gesehen haben auf der Polizeiwache. Alles, was wir brauchen, ist im Keller. Ich habe gerade ein bisschen ein komisches Gefühl. Aber naja. Ich mag das Haus nicht. Und den Mann. Gehen wir, ich habe ein schlechtes Gefühl. Trösten Sie. Er ist etwas komisch. Aber wir können ihm bestimmt trauen. Wir haben ohnehin keine andere Wahl. Bitte entschuldigt das Chaos. Ich brauchte ein diskretes Versteck für meine Maschine. Sender zu entfernen ist illegal. Da ist Diskretion wichtiger als Komfort. Auf jeden Fall. Ich hoffe, die Kleine hat keine Angst. Nein. Nein, sie kommt klar. Das ist gut. Komm, beschwichtigen Sie. Beruhigen. Komm, Alice. So, wir haben da irgendwas freigeschaltet. Also das geöffnet. So ist es richtig. Stell dich bitte da drüben hin. Haben wir betreten. Ich muss dich warnen. Das wird etwas unangenehm.
könnte sich. Also, wir sind die. Aus irgendeinem Grund funktionieren die Sender in Abweichlern nicht. Darum seid ihr so schwer zu finden. Also gibt es eigentlich gar keinen Grund, den Sender zu entfernen. Was? Sie sagten doch. Ja. Man glaubt, was man glauben will. Ihr Abweichler seid so naiv. Sie alle kommen her, glauben, dass ich ihnen helfe. Und ich setze sie zurück und verkaufe sie. Oder ich behalte sie für Experimente. Ich hatte ein ungutes Gefühl und das ist mir. Das ist genauso richtig. Ich vergaß ja das Kind. Ich hatte so ein ungutes Gefühl und dann hat. Das hat hat mich tatsächlich nicht getäuscht. So verblendet. Wir sollten diesem Elend ein Ende machen. Und wir können nichts dafür tun. Oder nichts dagegen tun, so. Davon, wenn man Träume hat. Das Ende ist immer das gleiche. Tränen und Ernüchterung. Glaub mir, es ist besser, gelöscht zu werden und nicht zu fühlen. Kein Schmerz mehr. Und keine falsche Hoffnung. Ich beneide dich fast. Kara! Oh, arme kleine Alice. Oh. Deine Mami scheint dich gar nicht zu erkennen, ha? Huh? Deine Mami hat dich wohl komplett vergessen. Speicherschalt. Was ist dir passiert? Okay, das reicht jetzt. Komm schon. Du beißt mich? Ja. Das dir bringe ich mal nicht. Verdient. Wir treffen uns im Wohnzimmer. Finde den Weg zur Flucht. Okay. Scheiße, wir sind bei 52%. Wir müssen hier gucken, dass wir hier rauskommen. Ich hasse, dass ich unter Druck arbeiten muss. Eine Kurzschlussverursachung. Die Frage ist, wie? Scheiße, wir sind 85%. Zu dem. Ich komme nicht rein, ne? Blaue Kabel. Jetzt. Das habe ich erst nicht gesehen. Scheiße. Nein. Scheiße, wir waren zu langsam. Ich hab das zu spät gesehen. Fuck. Das war nicht so die. Hilf uns. Ob das eine gute Idee ist? Versuchen es mal. Das kann nur helfen.
musst dich erinnern. Bitte komm. Tu es für sie. Er spielt gerne mit uns. Er schafft Monster. Nur zum Vergnügen. Hm. Doch wer ist hier das Monster? Schau, was er getan hat. Sonst wird die Kleine sterben. Komm raus. Sieht schon wieder. Also zumindest erinnert sich an den Namen. Dennis Latko trifft Luther im Wohnzimmer. Schauen wir hier. Das ist eine Puppe. Also ein Android, ja. Schauen. Die Rückblick, die Haare uns abgeschnitten. Na, vielleicht schaffen wir es irgendwie doch. Mit ein bisschen Glück. Okay, hier können wir nichts weiter schauen. Ist nichts, was uns wirklich interessieren könnte. Der Flut am Wohnzimmer. Was haben wir hier noch? Okay, nur was zum Angucken. Nee, ich kann die nicht alleine lassen. Meisters Essen ist fertig. Bring es hoch zu ihm. Ja, Luther. Scheiße, ey. Mal wieder zu langsam, mein Mann. Naja. Und ob wir das Ganze irgendwie noch gerettet oder wieder repariert bekommen, das steht natürlich in einem anderen Stern. Wir erfahren hoffentlich den ersten Teil davon in der nächsten Folge bei Let's Play Detroit Become Human. Bis dahin und auf Wiedersehen. Tschüss.